Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Nie oder Jetzt Vinyl von Döll. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Nie oder Jetzt von Döll. Das Ganze erscheint am 11. Januar 2019, also genau morgen am Freitag. Ja, ich habe ungewöhnlicherweise, kommt selten vor, das Album, in diesem Fall die Vinyl, heute schon erhalten und deswegen kann ich euch das gute Stück schon heute am Donnerstag vorstellen. Gut, wir haben hier eine durchsichtige Hülle, nicht einfach nur eine Folie, in die das Ganze eingeschweißt ist, sondern wirklich eine hochwertige Hülle. Hier lesen wir dann den Albumtitel und natürlich den Interpreten, aber dazu kommen wir dann noch. Hier oben rechts haben wir einen Sticker und zwar lesen wir hier inklusive Instrumentals. Gut, nachdem wir das zur Kenntnis genommen haben, werden wir das Ganze mal aus diesem Täschchen, aus dieser Hülle hier befreien. Und zwar haben wir hier einfach so eine Stecktasche, die wir hier oben öffnen können. Wir brauchen hier kein Messer oder irgendwas. So wird das hier aufzuklappen. Jawohl. Dann machen wir mal die Vinyl raus. Okay, alles klar. Ich war jetzt etwas verwirrt, wo der Albumtitel geblieben ist. Allerdings, wir sehen, der ist hier wirklich nur auf dieser Folie aufgedruckt. Also, Nie oder Jetzt, der Albumtitel. Etwas ungewöhnlich. Ich kenne den Spruch immer in die Richtung Jetzt oder Nie. Aber dadurch bleibt das Album oder der Titel auch besser im Gedächtnis, weil es einfach etwas Besonderes ist. Wir haben hier eine rote Vinyl, eine rote Hülle. Hier lesen wir dann in schwarzer Schrift Döll, ansonsten hier nichts weiter zu sehen. Und auf der Rückseite haben wir dann hier unten rechts einen Barcode und dann lesen wir noch hier Groove Attack, also die haben hier den Vertrieb gemacht. Und hier lesen wir dann auch noch, das Ganze ist eben hergestellt und vertrieben von Groove Attack und dann lesen wir links noch unten Döll. Also das ist auch das eigene Label des Rappers. Dann kommen wir zum Innenleben. Wir haben hier auf der linken Seite einmal die Tracklist und zwar haben wir hier 13 Tracks aufgeteilt auf A- und B-Seite und dann haben wir auf C- und D-Seite die Instrumentals. Das finde ich auch krass, also ich kann mich nicht erinnern, wann ich jemals bei einer Vinyl Instrumentals dabei hatte. So eine Bonus-EP, also eine zusätzliche Vinyl oder irgendeine 7-Inch-Vinyl, okay, hat man schon des Häufigeren gehabt, aber wirklich die Instrumentals auf einer eigenen Vinyl, das sehe ich echt zum ersten Mal. Gut, darunter haben wir dann die Producer und natürlich die Credits zum Album. So sieht das aus. Also hier alle, die daran mitgewirkt haben. Und was auch auffällt, bei diesen 13 Tracks, bei dieser Tracklist gibt es keinerlei Features. Also wir haben 13 Tracks, davon ist ein Track, nämlich Nummer 4, ein Skit. Und wie gesagt, keine Features. Auf der rechten Seite, in dieser Schwarz-Rot-Optik dann hier, Döll, großteils so im Schatten. Gefällt mir auf jeden Fall richtig gut, diese Optik, so schwarz-rot mit weißer Schrift. Aber generell schwarz und rot, absolute Traumkombination, beste Farbkombination in meinen Augen. Dann kommen wir zur Vinyl Nummer 1. Und zwar ist die hier in so einer schwarzen Papierhülle drinnen. Lässt sich dann hier auf der Seite öffnen. Jawohl! Wir haben hier eine eingefärbte knallrote Vinyl, gefällt mir richtig gut, wenn man das nicht immer in diesem regulären Schwarz, in diesem Standard Vinylfarben macht, sondern das wirklich mal entsprechend einfärbt, sehr schön gemacht. In der Mitte haben wir dann auch nochmal die Credits und A-Seite und auf der Rückseite logischerweise dann die B-Seite. Keine Tracklist oder so hier aufgedruckt, wie man es manchmal hat, hier dann wirklich die Credits, aber rein von der Optik her rote Vinyl. Unfassbar krass. Dann packen wir die Vinyl Nummer 1 mal wieder zurück in die dafür vorgesehene Hülle und kommen zu Vinyl Nummer 2. So, jetzt schaue ich mal kurz, aber nein, hier ist nichts und hier ist nichts mehr drinnen. Dieses, oh doch, Moment, da hinten. Jawohl. Dann kommen wir zur zweiten Vinyl. Diese natürlich ebenfalls
in Rot eingefärbt. Hier lesen wir dann C-Seite und auf der Rückseite dann die D-Seite. Wie gesagt, A- und B-Seite beinhaltet das Album, die 13 Tracks insgesamt. Und auf C- und D-Seite befinden sich dann die Instrumentals des Albums. Also Instrumental-Vinyl, absolute Premiere für mich. Und damit nicht genug, hat mich jetzt persönlich sehr überrascht, positiv überrascht natürlich, denn es war nicht auf der Vinyl oder auf der Verpackung irgendwie zu lesen. Man hat hier tatsächlich auch noch einen Download-Code. Wir sehen hier, danke, Döll, nie oder jetzt hier kostenlos herunterladen. Download-Code halte ich in diesem Fall jetzt versteckt. Aber das freut mich immer sehr, wenn man einem Album eine CD, also einer Vinyl, dann eine CD oder wie in diesem Fall noch besser einen Download-Code beilegt. Denn dann kann man das Ganze auch digital hören, auf dem Handy oder sonst wo mitnehmen und ist nicht wirklich nur auf Vinyl und auf den Plattenspieler angewiesen. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Und zwar haben wir einmal die A- und B-Seite mit den 13 Tracks, dann C- und D-Seite mit den Instrumentals. Die beiden kommen in diesen schwarzen Papierhüllen. Dann haben wir diesen kleinen Zettel mit dem Album-Download-Code. Bedeutet, die ganzen 13 Tracks gibt es auch noch. Die 13 Tracks gibt es dann auch noch digital zum Runterladen. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition von Döll, nie oder jetzt. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Döll unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.